Dies ist das erste Video zum Thema Scheinkorrelation. Als Einstieg erzähle ich eine kleine Geschichte. In der Pause in einer internationalen Schule treffen sich auf dem Pausenplatz ein katholisches Mädchen und ein evangelisches Mädchen und diskutieren die wichtige Frage, woher die Babys kommen. Das katholische Mädchen meint, dass unser Pastor hat gesagt, dass die Babys vom Storch gebracht werden. Der weiß das sicher vom Herrn Bischof direkt und das muss deshalb stimmen. Das evangelische Mädchen ist nicht dieser Ansicht. Nein, nein, das hat etwas mit diesem komischen Sex zu tun. Komm, wir fragen das Schweizer Mädchen, das ist neutral, das weiß das sicher. Bringen bei euch in der Schweiz die Störche die Babys oder macht ihr das mit dem Sex? Fragt darauf das evangelische Mädchen. Nach längerem Nachdenken antwortet das Schweizer Mädchen. Also bei uns, da ist das wie bei allem von Kanton zu Kanton unterschiedlich. Nun, wir sind ja, leben ja in einer aufgeklärten Zeit und wir werden deswegen diese Frage auf seriöse, wissenschaftliche Weise beantworten, genauso wie wir das von den Klimawissenschaftlern gelernt haben. Zu diesem Zweck müssen wir erstens aufwendige Computersimulationen erstellen. Das Resultat kann ich jetzt in diesem Bild hier euch schon vorab zeigen. Es wird nächstens in wissenschaftlichen Journals veröffentlicht und ich glaube, das Ergebnis ist eindeutig. Und nicht nur das, 97% aller Patinnen und Paten bezeugen diese Aussage, also dass der Storch das Baby bringt, ist ja nicht zu übersehen, auch auf den Glückwunschkarten, die sie werden den Eltern schicken. Aber nicht genug. Wie Sie da sehen, haben wir eine reale Messung und die ist publiziert in seriösen wissenschaftlichen Peer-Reviewed Journals sogar. Also das ist ja nach den Klimawissenschaftlern, sind das Zeitungen, die Werbeseiten haben, also zum Beispiel Nature Science und der Playboy. Für die Jüngeren unter euch, die den Playboy noch nicht so gut kennen wie wir älteren Semester, also der Playboy, das ist diese Zeitschrift, die nimmt Bilder von nackten Frauen und bearbeitet sie mit einem hardwaremäßigen Blur-Tool. Sie verwenden dazu auch Bilder von allen möglichen prominenten Frauen, keine Angst, nicht von Angela Merkel, denen sie sehr viel Geld anbieten. Also Katja Witt kommt mir jetzt da konkret in den Sinn, aber das ist auch wie alles, was mir in den Sinn kommt. Ja, ich hätte diese Zeitschrift halt etwas genauer anschauen können. Aber wenn Sie die Zeitschrift gut kennen, nicht wahr, dann wissen Sie genau, auf welche Art und Weise der Peer-Reviewing-Prozess durch Hugh Hefner stattgefunden hat. Gut, nachdem dies ja eindeutig ist, dass der Storch die Babys bringt und wir sehen diesen Rückgang der Storchpopulationen, der da ja jetzt wirklich beängstigende Ausmaße angenommen hat, müssen Sie sehen, in dieser Grafik nehme ich noch etwas. Sie sehen, obwohl die Storchpopulation wieder ansteigt, haben wir offensichtlich den Kipppunkt erreicht, also das Aussterben der Menschheit ist nicht mehr zu stoppen. Also das ist völlig klar und das hat natürlich katastrophale Konsequenzen. Ich weiß nicht, ob die zunehmende Eisbärpopulation die Menschheit wirklich ersetzen kann und ich frage mich bereits, wer meinem Hund die Hundebiskuit bringt, wenn da die Menschheit ausgestorben ist. Ja, jetzt ist es natürlich höchste Zeit, dass da die Storchbefürworter sich da aktiv zeigen und da wird es ein weltweiter Protest durch die Storchaktivisten. Wir sehen sie unten, da sind sogar Mitglieder der Sicherheitskonferenz dabei beteiligt. Sie sehen, er hat da was mit dem Ohr, hört wahrscheinlich einen Sender, wo er da geheime Mitteilungen der Sicherheitskonferenz mitteilt. Da braucht andere wirklich
seriöse Personen wie die rechts im Bild abgebildete Person, die setzen sich da sehr für die Scheinkorrelation ein. Und ich möchte Sie deswegen bitten, die Schule, die ja Montag sowieso geschlossen ist, aus Protest gegen den als aussterbende Storcher und der damit eingehenden Untergang der Menschheit morgen nicht zu besuchen. Das ist also wirklich das Mindeste, was Sie für die Menschheit tun können.